Max und Moritz. Eine Bubengeschichte mit 7 Schlechtigkeiten. Ins Banatschwowische, übersetzt von Stefan Heinz. Vierte Schlechtigkeit. Also steht in ihm Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt die Menschheit in die Hehe. Nicht allein nur lesen, schreiben soll ein gescheiter Mann betreiben. Nicht nur in der Rechnungssache soll man sich geübter machen. Was die Weisheit tut uns lehre, soll man oft und gerne hören. Lehrer Lempel ist der Mann, was das alles machen kann. Max und Moritz muss man kennen, haben den Mann nicht leider kennen. Wer an dumme Streiche denkt, dem Lehrer gar keine Achtung schenkt. Unser braver Lempellehrer war vom Tubak Verehrer. Notenbloch vom langen Tag liebt er sehr den Pfeiferrauch. Was man so einem alten Mann sicher doch vergunnen kann. Max und Moritz, Gallier stricken, möchte schnell den Lehrer zwicken. Denke hin und denke her, wie die Pfeif zu brechen wär. Einmal sonntags kommt die Zeit. Und Herr Lempel, der war weit, weil er huckt beim Orchelspiel. Jo, er spielt schon mit Gefühl. Max und Moritz auf der Stell schleichen in die Stub sich schnell. Gsehen die Pfeif dort an der Wand, Max hält sie schon in der Hand. Und der Moritz aus der Tasch zieht die Flinte Pulverflasch. Und ganz schnell gleich stopp, stopp, stopp Pulver in der Pfeiferkopf. Fort jetzt aus dem Lehrerhaus, weil die Kerch, die ist grad aus. Lempel sperrt die Kerch noch zu, freut sich auf sein Owetsruh. Und mit Buch und Notenheft geht er noch seinem Sonntagsgeschäft ohne Sorg, mit frohem Sinn zu seinem Haus und geht gleich hin. Und mit Dankbarkeit der Mann brennt die Pfeif er sich gleich an. Denkt sich, wann mein Tuwak brennt, hat er doch ein schönes End. Bums! Die Pfeif ist explodiert und hat alles ruiniert. Kaffeedippchen, Wasserglas, Tuwaksdosen, Tintefass, Ofen, Tisch, Kommodersitz, alles flieht im Pulverblitz. Wie der Dampf dann Nuftzus steigt, sieht man Lempel, wie er leidt auf seinem Buckel. Stark beschädigt, lebt, noch ist er nicht erledigt. Nas und Haut und Ohren, Gesicht, schwarz und obendruf vernicht. Und vom Hor der letzte Schopp ist verbrennt bis auf den Kopf. Wer soll jetzt die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll jetzt vor Lempel leiten all die vielen Tätigkeiten? Wer hat's Rauchen noch im Sinn, wann die Meerschaumpfeif ist hin? Mit der Zeit wird alles gesund. Nur die Pfeif ist auf dem Hund. Nun, der vierte Schlechtigkeit kommt die fünft. Sie ist nicht weit. Fünfte Schlechtigkeit. Wer im Dorf, vielleicht in der Stadt, dort ein guter Onkel hat, der sei höflich, brav und still, weil der Onkel das so will. Mal jetzt grüße,
freundlich lache. Kann ich etwas für dich machen? Bringt ihm, sei dabei nicht steif, Schlappe, Zeitung und die Peif. Tut ihm auch der Buckel reiben, vor das Jucke zu vertreiben. Braucht er was, mer ist gleich do. Jo, das macht der Onkel froh. Wenn er kräftig niesen tut, ruft mer, Prosit, das ist gut. Oder sagt mer, sehr zum Wohl. Und das klingt ja gar nicht hohl. Kommt er owerts, spät ins Haus, zieht mer ihm die Stiefel aus. Sorgt nur, dass er gut sich fühlt und dabei sich nicht verkielt. Kurzum, dass mer sich verhält, dass dem Onkel des auch gefällt. Max und Moritz pfeife was, han an sowas gar kein Spaß. Sie han sich ein schlechter Witz ausgedenkt vor Onkel Fritz. Jeder weiß, dass so ein Mäu Käfer sicher frisst Geheu. Auf der Bäm so hin und her flieht und frisst und krabbelt er. Max und Moritz, Nuff und Nunner, schüttle se vom Baum jetzt runner. Im Stanitzel von Papier sammle se so 20 und 4. Fort jetzt, mitten in die Eck, unterm Onkel Fritz sei Deck. Ball ins Bett geht Onkel Fritz mit der spitzig Zipfelmitz. Jetzt macht er die Augen zu und ganz schnell schläft er in Ruh. Doch die Käfer kritz und kratz krabble schnell aus der Matratz und der erst was ganz voran packt die Nase vom Onkel an. Au! Schreit er, was geschieht mit mir? Und er fangt das Krabbeltier. Und wie wann er Ängste hat, springt er aus seinem weichen Bett. Autsch! So geht's jetzt zwick und zwack, auf der Bein und auch im Knack. Hin und her und rundherum, krabble, fliehe mit Gebrumm. Onkel Fritz in seiner Not haut und trampelt alles tot. Na, do schau, jetzt ist vorbei, das Brumme und die Krabbelerei. Onkel Fritz hat jetzt sein Ruh, macht die Aue glücklich zu. Nur der fünft Schlechtigkeit kommt die sechst, sie ist nicht weit. Sechste Schlechtigkeit. In der schönen Osterzeit, wann die brave Bäckerschleit so viel süße Zuckersache backe, färbe, schöner mache, möchte Max und Moritz nasche, sich vom Bäcker was erhasche. Doch der Bäcker sperrt in Ruh das Backhaus vor der Nase zu. Also, wer do was will stehle, muss sich durch den Rauchfang quälen. Ratsch! Sie han der Ruß geerbt, hat se schwarz wie Rabe gefärbt. Puff! Sie falle in die Kist, wäre jetzt mit Mehl vermischt. Na, jetzt sind sie weiß wie Kreid. Jo, das bringt die Schlechtigkeit. Owe, große Brezle dort. Herr mit de, mir trauen sie fort. Stuhl gebroch. Sie fallen weich, mitten in der warmen Teich. Ingewickelt stehen sie dort, können aber gar nicht fort. Gerade jetzt kommt der Zuckerbäcker,
und er fängt die Zucker lecker. 1, 2, 3, er rollt sie in und sie sind im Brotleib drin. Heiß ist auch der Ofen noch, also rin ins Ofenloch. Ruff! Er holt sie aus der Glut, weil sie sind jetzt braun und gut. Wer jetzt meint, sie wäre tot, der hat aber falsch geruht. Knabbere emsig wie eine Maus, fresse aus der Kost sich raus. Und der Meister Bäcker schreit: Helft mir, fangt sie, liebe Leid! Note 6, die Schlechtigkeit kommt die Letzt. Sie ist nicht weit. Die Letzt, die Schlechtigkeit. Max und Moritz ohne Klick. Na, na. Jetzt kommt euer letzter Stück. Tut die zweite Teibel reide, Löcher in die Säcke zu schneiden. Schaut, da trat der Bauer Mecke eine von der schweren Säcke. Grad will er vom Boden runter, rinnt ihm's Korn der Buckel runter. Ganz verwundert steht und keicht er. Na, das Ding wird immer leichter. Hei, er hat sie jetzt entdeckt und die zwei sind stark verschreckt. Raps gleich in sein großer Sack, schiebt er jetzt des Lumpenpack. Max und Moritz, alle zwei, wären in die Mill getraut. Meister Miller, ihr versteht, malt mir das so schnell wie's geht. Na. Hör damit, potz Blitz und Donner, schickt sie kleide Trichter nunner. Ricke rackt, geht die Mehl, wie sie knackt. Schaut sie an, auf einen Blick, fein verschrot in 1000 Stück. Und die Enten sind gut drauf. Fresse Max und Moritz auf. Na. Wie man das im Dorf hat gehört, keiner hat a Trauer gesperrt. Witwe Bolte hat gleich gesagt, das ist richtig akkurat. Jo, ruft Meister Böck. Schlechtsinn ist kein Lebenszweck. Und dann sah der Lehrer Lenti. Ist ein richtiges Exempel. Freilich, sah der Zuckerbäcker. Geht's alli Zuckerlecker. Und der Gudi Onkel Fritz. Jo, das kommt vom schlechten Witz. Doch der brave Bauerschmann denkt, das geht mich gar nichts an. Kurz im Dorf und immer dumm, war erleichtert ein Gebrumm. Gott sei Dank, es ist soweit. Schlechtigkeit. Schluss ist mit der Schlechtigkeit. Vorbei. Schluss ist mit der Schlechtigkeit. No, 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 no.